Ja, und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich einen Laptop hier von einem Zuschauer und der meinte, dass der Laptop wohl heiß werden würde oder rausgehen würde. Und da habe ich jetzt erstmal so direkt gedacht, Wärmeleitpaste, aber ich bin dann zu ihm hingefahren. Er kommt aus Münster und ich war in Hamm gewesen, um eine Motorhaube für den Golf abzuholen. Und so wie er mir das geschildert hat, dass der Lüfter manchmal Geschwindigkeitsmodi ändern würde. Und also irgendwie ist das super komisch. Deswegen glaube ich nicht, dass es nur an der Wärmeleitpaste liegt. Aber wir müssen nachschauen und ja, das tun wir jetzt. Neben dem AK620 gibt es nun von Deepcool auch den AK400 CPU-Kühler käuflich zu erwerben. Das ist ein modern anmutender und hochwertiger Kühler, der eher auf den Budgetbereich abzielt. Trotzdem muss er sich mit seinen 4 Heatpipes und einer TDP von 220 Watt nicht verstecken. Ein Ryzen 5 kühlt er etwa auf mittlere 70 Grad bei Volllast. Der mitgelieferte Lüfter pustet durch verbaute Fluid Dynamic Lager, das sind übrigens die besten, überaus leise und überträgt dank angebrachter Gummis weniger Vibrationen. Links zum Kühler befinden sich wie immer in der Beschreibung. Und das ist er auch schon. Das ist ein Modell von Toshiba, steht zumindest auf dem Netzteil. Und da hat er hier so ein paar Aufkleber draufgepackt. Und naja, wäre mein Laptop auch mit so einer wirklich sehr Klavierlack-ähnlichen Oberfläche ausgestattet, würde ich das, glaube ich, auch wohl empfehlen, das zu tun, weil da einfach 1000 Kratzer drauf sind. Ich hatte auch mal, das ist auch schon länger her, so ein Acer-Laptop. Da war die Oberseite wirklich hart zerkratzt. Also als hätte da jemand wirklich Gewalt angewandt, irgendwie das Teil zu zerkratzen. Und das wollte ich auch immer machen. Ja, weiß ich nicht, letzten Endes habe ich dann eine neue Oberseite dafür gekauft. Die Teile kosten irgendwie 50 Euro. Man macht am besten keine Faxen. keinefaxen.de. Erstmal gucken, was das ist. Ja, und du bist es auf jeden Fall. Ich habe ihn jetzt mal hochgefahren und einmal ausgelastet mit Prime 95. Und ja, dann müssen wir uns hier gleich einmal die Temperaturen anschauen. Währenddessen kann ich aber noch erzählen, dass wir hier einen i5-2410M drin verbaut haben. Also quasi die Mobilvariante, obwohl das kannst du so glaube ich auch nicht sagen, ne? Vom i5-2500. 2,3 GHz, naja, so super gut wird der glaube ich nicht sein. Das Display ist ein bisschen komisch, irgendwie so, irgendwie Endspiegel, verspiegelt, irgendwie die Kamera mit dem Fokus die ganze Zeit. Es tut mir voll leid, dass er sich die ganze Zeit versucht, irgendwelche Punkte zu setzen, die er aber irgendwie nicht findet. Und Grafikkarte ist eine GeForce GT 525M. Sehr schön. Warum versuchst du die ganze Zeit und wie kannst du hier Treiber aktualisieren, während du nicht im Internet bist? Okay, das ist komisch. Jetzt sagt er nämlich, ja, wir haben ein Problem irgendwie mit dem Treiber. Dann schaue ich mir jetzt aber mal die Temperaturen an hier, ne? Und 74, 73, 76 Grad. Jetzt bist du wieder in Ordnung? Was soll das? Was ist das? Ich deaktiviere dich am besten mal. Wir brauchen ja gerade eh kein Bluetooth. Und wenn, dann ist Bluetooth hier dann wahrscheinlich auch viel zu alt. Also ich meine, dass mir was gesagt wurde, so von wegen 90 Grad oder sowas. Und dazu hätte ich jetzt gesagt, ja, das ist für so einen Laptop auch durchaus normal. Freunde der Nacht, also erstmal, was ist das überhaupt für ein Grafikchip hier drin? Der kann ja nix. Also MSI Combustor mit der Einstellung, 10 FPS, hallo, das ist super schlecht. Als ich das geöffnet habe, ne, mit den Standardeinstellungen, da hatte ich 1 oder 2 FPS. Jedenfalls lasse ich das Teil jetzt hier schon so ein bisschen aus. Grafikchip ist bei 72 Grad. Und ja, die CPU, die wurde jetzt tatsächlich ein Stück wärmer mal. Aber 89 Grad ist jetzt zwar nicht unbedingt kühl, aber für einen Laptop durchaus wohl noch üblich. Also nicht in Ordnung, aber das ist voll komisch. Jetzt muss man aber dazu sagen, den PC habe ich jetzt natürlich so ausgelastet, wie ich es immer tun würde, aber er hat dazu AIDA 64 verwendet und ich habe ihn dann gerade nochmal angerufen, weil ich wissen wollte, welchen Test er gemacht hat und es gibt einen Systemstabilitätstest in AIDA 64 und der läuft jetzt durch und er hatte gesagt, wir sind jetzt tatsächlich schon bei 97 Grad, also scheint das Teil hier noch ein bisschen mehr auszulasten irgendwie. Und er meinte, wenn die Lüftergeschwindigkeit sich abwechselt, und das macht er gerade, der wechselt wahrscheinlich zwischen der höchsten und der etwas niedrigeren Stufe davor die ganze Zeit, also irgendwie so. Und es ist tatsächlich so, dass die Maus manchmal stockt und sitzen bleibt, stehen bleibt. Das habe ich so vorher auch noch nicht bei irgendeiner Auslastung gesehen.
Und er hatte mir gerade nochmal versichert, wenn es Abstürze geben sollte, dann geht das Teil wirklich einfach aus, ohne Bluescreen oder sonst irgendwelche Geschichten. Einfach zack aus. Und ich hätte dann vielleicht mal das Kabel vermutet, wenn man das Teil bewegt, weil wir ja keinen Akku gerade drin haben, weil der wohl abhanden gekommen ist, irgendwo rausgefallen ist. Ich will, dass du ausgehst. Aha, jetzt gerade, aua. Ich habe den Test gestoppt, dann war das Bild weg, du warst noch kurz an und bist dann ausgegangen. Und wir waren bei 93 Grad oder so gewesen. Und scheinbar hier heißt wahrscheinlich, dass noch das Netzteil angeschlossen ist, dass theoretisch irgendwas laden würde, aber weil wir keinen Akku haben. Es wird hier tatsächlich auch warm, so ist es nicht. Hören wir hier auch und der wechselt tatsächlich die Lüftergeschwindigkeit immer. Damit das für euch nicht allzu langweilig ist, fasse ich einmal zusammen, was ich herausgefunden habe. Wenn ich den MSI Combustor verwende, also da den CPU-Burner, haben wir hier eine maximale CPU-Temperatur von, sagen wir mal, 90 Grad, so ungefähr nach 5 bis 10 Minuten. Wenn ich allerdings jetzt von AIDA 64 das Auslastungsstabilitätstestprogramm verwende, was er immer benutzt hat, dann haben wir hier eine Maximaltemperatur von 100 Grad. Dann würde ich behaupten, dass er dann irgendwann sagt, okay, das ist mir zu heiß, wir machen hier nicht weiter, ich stell mal ab. So, was ich jetzt aber nicht, also, ja gut, was es da nicht zu verstehen gibt, weiß ich nicht. Temperatur ist zu hoch, ja. Ich kenne das von anderen Laptops, dass wir da auch bei hohen Temperaturen durch die Gegend fahren und dann eben keine Abstürze entstehen. Vor allem nicht, wenn man das Teil ganz normal benutzt, irgendwie im Internet rumsurft und sonst irgendwas macht. Dann sollte das Teil eigentlich auch nicht allzu heiß werden. Vor allem, das Teil macht ja auch ordentlich Hitze und das kann ich eine halbe Stunde laufen lassen, das gibt kein Problem. Also das Einfachste wird wahrscheinlich sein, irgendwie erstmal Wärmeleitpaste zu wechseln. Ich habe auch irgendwie im Verdacht, obwohl das müsste dann dort aber eigentlich auch so sein, dass vielleicht irgendwas mit dem Arbeitsspeicher nicht in Ordnung ist oder sowas. Man kann ihn da auch mal durchchecken lassen. Ansonsten, was willst du denn sonst noch tun? Hier steht jetzt zwar auch dabei Stress GPUs, aber das habe ich gerade ja auch einmal gemacht. Kann ja hier den Stresstest für die CPU, für die Grafikeinheit mal laufen lassen. Aber das dauert alles echt lange. Also dieser Grafikchip, mein lieber Mann, ich habe noch nie sowas Schlechtes gesehen. Da würde ich fast schon behaupten, dass die Intel HD-Grafik besser wäre. Ne? Wir müssen nicht so lange warten. Was tust du da eigentlich die ganze Zeit? Ne? Genau das meine ich. 0 FPS gerade. Und das dauert richtig lange, bis er dann irgendwann mal mitbekommt, dass ich hier gerne eine Einstellung ändern möchte. Warum ist diese Grafikkarte hier drin? Und wie mir scheint, ist das tatsächlich auch die einzigste Grafikkarte. Weil wenn ich im Gerätemanager schaue, haben wir tatsächlich nur eine Grafikkarte. Und das ist eben die Nvidia hier drin, der i5. Der hat auf jeden Fall eine integrierte Grafikeinheit. Das ist, ne, sehr, sehr, sehr komisch. Ja, geh mal zu, ich habe genug. Aber die Grafikeinheit auch 62 Grad, das ist ein dedizierter Chip. Aber es ist auch klar, dass die Grafikeinheit nicht allzu gut ist. Hier haben sie sich nämlich geschämt, die Modellnummer der Grafikkarte dazu zu schreiben. Schreiben einfach nur GeForce with CUDA und dann soll das reichen. Ansonsten ist auch so bei Intel, wenn man da Intel Celeron oder so in dem Laptop verbaut hat, da ist da kein Celeron-Aufkleber drauf, da steht da einfach nur Intel Inside oder so. Ich verstehe es schon, aber wenn ihr euch schämt, solche Sachen zu verbauen, warum tut ihr das dann überhaupt? Die Freundin des Zuschauers kam übrigens bei dem Laptop auf die Idee, unten so Filzfüße drunter zu packen, eben für Stuhlbeine oder sowas, dass der Bogen nicht zerkratzt wird. Und das sollte eigentlich den Sinn haben, dass der Laptop sich von unten etwas mehr Luft ziehen kann, hat aber auch wirklich nicht geholfen. Deswegen haben sie es wieder abgemacht und deswegen sieht man da auch oder sah man da auch solche Klebereste. Auch war das Zerlegen des Laptops eigentlich super easy, vor allem, weil die extra sogar am Gehäuse unten dran geschrieben haben, ja, hier ist Schraube F5 drin. Ne, so hat man halt einen besseren Überblick. Ich kann mir das so merken, ich brauche da eigentlich keine großartigen Schraubenbezeichnungen und die Hersteller, die wären ja auch blöd, wenn die auf der Unterseite 10 verschiedene Schrauben benutzen. Man kennt das vielleicht, dass man mal so 2 oder 3 verschiedene Typen hat, aber ne, wenn alles dieselbe Schraubenlänge hat, dann kannst du da auch nichts vertauschen, auch nichts verlieren und da wird meistens dann auch gar nichts vergessen. Und da haben wir auch schon den Übeltäter gefunden. Der Kühler war voll mit Staub und der Lüfter an sich auch. Also
Es war ein bisschen schwierig, tatsächlich den Lüfter zu reinigen, weil der zusammengenietet wurde mit so Plastiknieten und das kriegst du halt einmal auseinander und danach nicht mehr zusammen. Deswegen musste ich da mit ganz viel Q-Tips und so weiter diesen ganzen Staub abtragen, der sich da drin befunden hat. Aber ist ja schön, wenn man schon mal so eine Ursache gefunden hat. Und die Wärmeleitpaste, ne, die war ordentlich hart. Dafür gibt's aber einen Trick 17. Da nimmst du den nämlich einen Föhn oder machst den Kühler an sich einfach ein bisschen heiß und dann kann man die Wärmeleitpaste auch lösen. Hier war das nämlich tatsächlich vonnöten gewesen, das Teil einmal zu erhitzen, weil der Kühler nicht von alleine abgehen wollte. Und wenn die Wärmeleitpaste schon so hart ist, dann überträgt sie die Hitze natürlich nicht mehr allzu gut. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Laptops genau deswegen weggeschmissen werden, weil man merkt, oh, ist zu heiß. Und ja, gut. Bei einem PC-Shop bezahlst du da, glaube ich, mindestens 50 Euro für, wenn so ein Laptop mal gereinigt wird. Und das ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr allzu wirtschaftlich. Ja, und dann landen solche Dinger im Müll oder als Defekt bei eBay für wenig Geld. Naja, ich würde dann allerdings nur um halbwegs vernünftige Laptops trauern. Das heißt, irgendwas mit einem i5, mit einer dedizierten Grafikeinheit. Nichts wirklich super Altes oder so Celeron-Dinger oder Sempron, so Na halt, irgendwas Vernünftiges. Ja, und was sind jetzt die News? Das Teil habe ich einmal, wie man hoffentlich gesehen hat, zerlegt, Wärmeleitpaste gewechselt und siehe da, 79 Grad bei der CPU. Das ist eine Verbesserung von knapp 20 Grad. Und ich, der davon ausgegangen ist, dass 90, 95 Grad durchaus mal normal sind, ist ja nicht mein erster Laptop hier, ist jetzt ein wenig erstaunt darüber, dass der Kühler dann doch dennoch gut kühlt für einen Laptop, so irgendwie. Könnt ihr mir folgen? Also ich bin auf jeden Fall damit jetzt zufrieden. Das läuft jetzt 13 Minuten. Throttling kommt nicht auf. Ich bin mal wieder ein wenig verwirrt, habe aber auch dazu gelernt, dass es auch Laptops tatsächlich geben kann, vor allem welche, die so aussehen, die dann doch mit 80 Grad, ne? Ich würde sogar sagen, bei einem PC wären 80 Grad wohl noch so halbwegs in Ordnung, wenn wir da wirklich einen kleinen Kühler haben oder Overclocking oder so. Aber dazu ist ja die Kommentarsektion da, ist das, ich gehe immer vom Schlimmsten aus irgendwie. Was jetzt auch auffällt, es war vorher tatsächlich so, wenn ich den so ausgelastet habe, hat er ja zum einen die Lüftergeschwindigkeiten immer gewechselt, aber auch war es so gewesen, dass die Maus ab und zu mal gestockt hat. Also so alle paar Sekunden einmal und das ist jetzt auch nicht mehr. Jetzt frage ich mich natürlich, was da passiert ist, weil das Einzige wirklich, was ich gemacht habe, ist die Wärmeleitpaste zu wechseln. Und der hat ja zwischendurch mal irgendwie gesagt, so 2% Thermal Throttling. Vielleicht war das ja genau dieser Moment. Könnte sein, man weiß es nicht. Läuft jetzt schon mehr als eine halbe Stunde hier und da gibt es überhaupt kein Problem. Und wir sind auch immer noch maximal bei 82 Grad gewesen, einmal kurz. Das ist wohl ganz cool. Jetzt frage ich mich aber, warum Thermal Throttling nicht ordentlich funktioniert hat, weil er eigentlich die Leistung reduziert werden sollte, sodass der Laptop eben nicht ausgeht. Aber wenn das dann trotzdem passiert... Ich verstehe es nicht ganz. Jedenfalls wollte ich bei einem anderen Laptop mal schauen, wie da die Temperaturen aussehen. Und siehe da, da sitzt dann um die 70 Grad, sagen wir jetzt mal. Man muss aber auch dazu sagen, das ist zwar auch ein i5, aber der ist ein wenig neuer und deswegen wahrscheinlich auch etwas effizienter. Und wenn wir da auch gerade sehen, TDP auch 35 Watt, wie bei dem älteren i5. Allerdings lasten wir den gerade unter Vollauslastung dann nur mit 18 Watt TDP ungefähr aus. Und bei dem Zuschauerlaptop mit dem älteren i5 ist es dann eine TDP unter Vollauslastung von 28 Watt. Und da dachte ich mir, kann doch irgendwas nicht richtig sein. Aber wenn ich einen Cinebench-Test mache, dann kriege ich bei dem Laptop da 235 Punkte. Im Internet sind es um die 250 Punkte. Also passt das von der Leistung her tatsächlich. Da ist das Teil dann einfach effizienter und wird dementsprechend dann auch nicht allzu heiß. Zumindest ist das jetzt meine Erklärung, aber ihr könnt ja auch gerne sagen, was ihr davon haltet. Jetzt kam mir hier aber noch zu Ohren, dass der einfach mal so beim Videos gucken ausgehen sollte. Und ja, ich kann ja mal ein Video von mir hier laufen lassen. Und dann gehe ich jetzt gleich duschen. Und wenn ich dann wiederkomme, ne? Wie lange dauert Duschen denn? Mit Rasieren? Ja, wahrscheinlich dann 25 oder sowas. Ja, keine Ahnung. Gucken wir dann nach. YouTube, bitte. Oh, ist nicht gut. Nicht identifiziertes Netzwerk. So
Ja, genau so. Ich muss das Kabel nochmal rausziehen, wieder reinstecken, dann hat es funktioniert. Und ich dachte schon, dieser Driver-Booster, den er sich da installiert hat, der wäre dafür verantwortlich gewesen, dass da irgendwas nicht ordentlich funktioniert. Bist du mal ruhig bitte? Danke. Ich muss noch zugeben, beim Auseinanderbauen hätte ich tatsächlich fast einen Stecker zerrissen, und zwar den Anschluss für die beiden Lautsprecher. Das war so verdammt fest. Also ich habe dann auch erst natürlich versucht, mit dem Plastikhobel hier, mit diesen Dingern, das Teil da rauszuschieben. Das hat nicht geklappt. Da habe ich am Kabel gezogen, da ist ein Kabel rausgerissen. Aber das konnte ich so wieder reinstecken. Und weil sich das Kabel da ja eh nicht bewegt, ist das auch erstmal egal. Aber der Stecker, der war echt fest, fast drin. Fest. Mit E. Danke. Okay, dann lasse ich dich so einfach mal laufen. Ich werde ja sehen, wenn du abgeschmiert bist. Und wir sollten vielleicht Autoplay aktivieren. Ich weiß, dass YouTube zwischendurch mal fragt, ob ich noch zuschaue und die Wiedergabe dann abbricht. Ja, 1080p 50 machen wir jetzt. Das kriegst du immerhin auch schon so hin. Und jetzt, wo ich diesen Laptop hier stehen habe mit einer SSD drin, fällt dann doch auf, okay, da ist wirklich wohl eine Festplatte drin, weil vor allem Internetbrowser zu öffnen, dauert dann hier dann doch wohl mal länger. Aber er hatte auch gesagt, da sollte dann später wirklich eine SSD rein. Ich überlege, ihm eventuell eine anzubieten, meine letzte mit 128 GB hier. Ja, wird ein bisschen schwierig. Ich habe nur diese 60 GB Dinger und die 500, die muss ich behalten. Ja, dann vielleicht doch nicht, weil 64 GB wohl arg wenig sind. Allerdings kannst du dann natürlich auch hingehen und das DVD-Laufwerk gegen so einen Adapter ersetzen. Das habe ich in diesem Video hier oben, ich hoffe, ich habe dran gedacht, auch einmal gezeigt. Das ist quasi genauso groß wie das Laufwerk, da kann man dann eine 2,5 Zoll Festplatte reinschieben. Und das kann dann die mechanische Platte sein für Daten und dann eben eine andere SSD nur für die Windows-Installation. Aber ob ich jetzt für 25 Euro eine 256 GB SSD besorge und dann so einen Adapter nochmal für einen Zehner, und eine externe oder dann quasi die alte Platte, die da drin war, weiter benutze. Oder mir dann gleich für um die 50 Euro eine 500 GB SATA SSD besorge. Das bleibt einem dann, ja, muss man dann wieder wissen. Ist dann wieder Pfennigkram. Unterschied von 10 Euro, wie man das machen möchte und dann nochmal mit auseinanderbauen und hier und da, ja, muss man selber wissen. Ach ja, und die Abstürze, die beim Videogucken passiert sein sollen, war auch nicht irgendwie Bluescreen-Natur gewesen, sondern einfach nur zack aus, so wie ich das dort auch gerade gesehen habe. Da ist dann nämlich erst der Bildschirm kurz dunkel, du bleibst noch an und dann gehst du einfach aus. Wenn wir jetzt nur so ein YouTube-Video gucken, auch wenn es Full HD ist, das ist nicht das Maximum der Belastung. Wenn wir jetzt ein Core 2 Duo da drin hätten, dann wäre das vielleicht was anderes, aber Laptops haben ein Core 2 Duo, da kommt dann die Grafikkarte nicht hinterher bei Full HD Videos. Dafür ist die Grafikkarte hier drin, damit man Videos gucken kann und mehr nicht. Ja, könnte sein. Okay, guten Morgen, es ist der nächste Tag. Eventuell kann man meine Stimme auch entnehmen, welche Festivität ich gestern Abend wahrgenommen habe. Und ja, also als ich duschen war und auch noch ein bisschen danach, sag ich jetzt mal 40 Minuten oder sowas, bist du mir nicht abgeschmiert. Ich habe das Video noch mal von vorne begonnen. Also würde ich sagen, du läufst jetzt erstmal. Und ich könnte jetzt hier natürlich sitzen, das Teil die ganze Zeit noch auslasten, irgendwelche Videos gucken oder sowas. Aber da habe ich gar keinen Bock zu. Ich gebe den Laptop am besten zurück, warte dann auf eine Rückmeldung. Aber ich schätze, stimmt, was ich noch machen könnte, wäre einmal Mem-Test durchlaufen lassen. Da ist natürlich nur die Frage, auf welchem Stick das ist. Aber Windows hat, glaube ich, auch so ein eigenes Zeug. Speicherdiagnose, ja genau. Kannst mal so machen. Ich sollte mal was essen, ne? Aha, bisher keine Probleme gefunden, das ist eigentlich ganz gut. Ich bin nur faul, ich glaube nämlich nicht, dass ich auf irgendeinem Stick hier Mem-Test drauf habe, aber wo habe ich das denn letztens gesehen? Es gab so eine Ultimate Boot Rescue CD oder sowas. Nur wirklich genau solche Sachen. Nicht Hyrule's Boot, sondern... Oh, das habe ich bei Tooltime gesehen. Ja, ich guck mal da. So, keine Probleme gefunden, sagt er. Bis jetzt immer noch. Da stand ja gerade, dass er bei der erneuten Anmeldung mir dann das Ergebnis mitteilt. Aber weil ich bei dem Test gerade nicht anwesend war, konnte ich natürlich nicht sehen, ob er gesagt hat, ja, irgendein Fehler ist aufgetreten oder auch nicht. Ja toll, und wo bleibt jetzt die Zusammenfassung meines Tests? So wie es da stand? Naja, ich habe auf jeden Fall herausgefunden, dass es Ultimate Boot CD war. Oder ja, CD, halt ISO kannst du auch auf dem USB-Stick installieren. Und aus diesem Grunde werde ich das auch einmal ausführen. Würdest du mich jetzt bitte... Oh, ich hasse sowas. Ganz ehrlich. F12 ist das Bootmenü, das habe ich richtig geraten. Und dann nimmst du bitte USB General U-Disk. Oh. Fängst du an? Ah, ja, danke. Ja, dann machen wir eben. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber... Pass 1, Arrows 0. No, niente, nada. 45 Minuten, ne?
Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass der Arbeitsspeicher hier dann auch okay ist und ich kann das dann eigentlich für guten Gewissens dann wieder abgeben und dann bin ich mal gespannt, ob das Teil nochmal abschmiert. Aber man sagt ja, durch Überhitzung können PCs abschmieren, aber ich habe das vorher noch nicht so gehabt, dass ein PC dann instabil läuft oder auch ein Laptop, wenn das Teil zu heiß wird. Entweder geht er dann direkt aus, aber auch nicht immer. Ist auch egal. So. Ja, genau. Also ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, was ich mit dem Video eigentlich sagen wollte. Bis auf ja, wenn es zu heiß wird, check mal die Wärmeleitpaste oder den Kühler, ob da Dreck drin ist. Und natürlich nicht eins von beiden dann vergessen. Wäre sonst doof. Hätte ich nur die Wärmeleitpaste getauscht und wäre da Dreck noch drin gewesen. Ne? Ja, ihr kennt die Geschichte. Gut, dann danke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bin gespannt, was ihr zu sagen habt, wenn überhaupt. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.